Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wolfenstein The Old Blood. Okay. Er hat nach dem Bosskampf gespeichert, immerhin. Ich hoffe, jetzt ist mal Ruhe. Da haben wir noch Muni, Rüstung meine ich. Dann schauen wir mal, was wir hier noch alles mitnehmen können. Oh. Das hier sieht aber auch gar nicht mal so schlecht aus. Kommen wir denn da runter? Vielleicht mit einer Granate? Ah, das ist so ein Ding, wo wir uns wahrscheinlich unendlich rausholen können. Das wäre gut zu wissen. Ah, und jetzt haben wir auch ein schweres Maschinengewehr für unterwegs. Okay, das bringt schon mal nichts. Schockhammer vielleicht? Nups. Wir sollen ja auch, glaube ich, hier runter, habe ich den Eindruck. Na gut, vielleicht sind mittlerweile diese Türen offen. Sind sie nicht. Gehe ich einfach mal dahin. Stimmt, von irgendwoher müssen die Gegner ja auch gekommen sein. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? So, dann können wir uns hier ordentlich ausrüsten. Vielleicht kommt dann der richtige Bosskampf noch später. Leben hätte ich gerne, danke. Laden wir hier mal nochmal nach. So, und dann sieht es doch wieder besser aus hier. Okidoki. Dann kommt doch mal her. Okay. Das ist gerade nicht so gut. Ich möchte da bitte nicht hängen bleiben, Spiel. Da mal wieder welche ausgeschaltet. Jetzt aber. Jetzt soll ich auch nochmal die Waffe wechseln, ja? Hier wird auf unser gutes altes Sturmgewehr. Sehr schön. Waren das jetzt alle? Dann will ich hier nochmal halt ein bisschen einsammeln. Uns wieder ein bisschen besser geht. Ja, das hätten wir auch noch behalten können. Stimmt. Eigentlich. Hi. Det. Wer ballert da noch? Frech.
Moment, da war noch... Ah ne, Rüstung haben wir auch. Oh. Das wäre halt auch noch eine Methode. So, montier bitte. Danke. Ist so mit der unendlichen Munition doch etwas angenehmer. Ladida. Kommen wir auch mit ganzen Gegners hierher. Und ihr habt immer noch nicht genug, wie es scheint. Jetzt, jetzt, jetzt? Ja, jetzt. Gut. Der Alarm hat aufgehört. Da wäre noch Rüstung. Sehr schön. Dann können wir euch noch ein bisschen auseinandernehmen. Ja, so eine feine Waffe. Ich glaube, der streichelt aber nur die. Vielleicht hat er irgendwie so eine besondere Beziehung dazu. So, und da können wir uns dann raushebeln, wie es scheint. Mal gucken, ob auf der Seite noch irgendwas ist. Ja, gut. Rüstung. Aber ansonsten glaube ich, brauchen wir hier erstmal nichts. Eine Herausforderung freigeschaltet, aha. Und wir können wieder leise vorgehen. Oder sollten leise vorgehen. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Naja, ballern wir noch ein bisschen. So, Kollegen, jetzt haben wir hier mal Ruhe. Ich habe allerdings auch nicht mehr so viel Leben. Tschüss. Granate! Aufpassen! Hm, ich passe auf, danke. Das war's dann, oder? Nein. War's nicht. Na gut, zumindest ein bisschen weniger Ruhe. Ein bisschen mehr Ruhe, weniger los. So. Das hatte ich ja eigentlich vor. Oh, mal hin.
Gut, haben wir sonst noch irgendwas Interessantes hier? Rüstung auf jeden Fall. Leben bräuchten wir auch nochmal. Genau. Sehr schön. Aber alles in allem ging das doch ziemlich gut hier. Haben wir ordentlich was weggehauen. Ein paar leckere Teekessel. Ach, die hätten wir dann auch wieder nach oben zurück können. So für Notfälle. Na gut, dann mal ab nach unten. Oder geht's nach unten? Ist zumindest wieder sehr burgig hier. Okay, eventuell hätte man da noch eine Abkürzung freischalten können. Ob es hier auch irgendwelche guten Bücher gibt, ich sollte wirklich mal wieder was lesen. Dieses Buch steht auf dem Kopf. Vielleicht ist das auch Absicht. Ah, guck mal, das ist vielleicht ein Hinweis, dass hier noch ein Geheimgang ist oder sowas. Oh, ein Cargo-Demon. Klo. Da werden noch Briefe. Ingrids Brief. Ist er das? Ja, wahrscheinlich. Rudi, mein lieber Junge, ich wünschte, du hättest dir die Zeit nehmen können, deine arme alte Mutter an Weihnachten zu besuchen. Aber du hattest ja bestimmt zu tun. Was weiß ich schon. Du warst so ein liebes Kind. So ein guter Sohn. Ich fühle mich wirklich, und vielleicht hätte ich dir das früher sagen sollen, gesegnet, dich zur Welt gebracht zu haben. Ich weiß, dein Vater war so manches Mal grausam zu dir. Sehr grausam sogar. Aber das ist jetzt alles Vergangenheit, oder nicht? Solche Dinge sollte man nicht allzu lange nachhängen. Und außerdem war ich immer da, um deine Verletzung zu pflegen, damit du dir keine Infektion holst. Darum ist es ungerecht, wenn du mir die Schuld dafür gibst, was er dir angetan hat. Du weißt, dass er dich nur zurechtweisen wollte, und wenn ich ehrlich bin, tat er so manches Mal recht daran. Denn obschon du die meiste Zeit über ein guter Sohn warst, so konntest du doch sehr, sehr böse sein, wenn diese düstere Stimmung dich überkommen hatte. Ich bin mir sicher, du verstehst heute, warum dein Vater damals seinen Gürtel gebrauchen musste. Mein Junge, du weißt, was für eine schwere Zeit ich durchgemacht habe, nachdem dein Vater gestorben war. Ich hatte keine andere Wahl, als dich zu deinen Cousins zu schicken. Und da du nun bei den Spezialeinheiten so erfolgreich bist, hatte ich gehofft, dass du mir vielleicht ein wenig Geld schicken könntest. Es muss ja nicht viel sein, mein Lieber, aber es würde ein wenig die Schmerzen lindern, die mir das allein seinem Alter bereitet. Deine dich liebende Mutter Ingrid. Ja, bettel die einfach mal so um Geld. Armer Jorik. Ups. To be or not to be. So. Siehste, das hat sich doch gelohnt. Hm, hübsch hier unten. Witzen eines Gelehrten oder König Otto. Das ist tatsächlich gerade ein bisschen viel Text. Könnt ihr ja gerne Pause drücken, wenn ihr das lesen wollt. Mhm. Rüstung. Ah, guck mal, Gold. Mal wieder. Da habe ich aber echt eine ganze Menge, glaube ich, mittlerweile übersehen. Aber gut. Noch eine Übersetzung.
Jede Menge König Otto Sachen hier. Ja, dann erstmal danke für den Hinweis, mein Lieber. Oh. Ein schlafender Hund. Ein bisschen Hunderüstung angezogen. Da hatte ich neulich auch ein schönes Bild gesehen, wo sie dann halt Blazkowicz gezeigt haben, der halt dann irgendwie so 10 Helme auf dem Kopf hat. Sollte dieser Kamin nicht schon letzte Woche repariert werden? Mist. Diese hirnverbrannten Idioten können nichts richtig machen. Sehe ich auch so. Okay. So, Medischock brauchen wir gerade nicht. Können wir eigentlich an die... Nee, Truhe nicht. Wir sind ja nicht bei Skyrim. Im Bett schlafen können wir auch nicht. Rüstung und so haben wir genug. Da liegt doch noch was. Kann ich aber nicht... So, das waren irgendwelche Briefe. Man will ja auch ein wenig auf dem Klo lesen. Helgas Tagebuch. Aus dem 4. Eintrag Dezember. Mein Gott, ist, wie kalt das draußen scheint. Nee, schneit. Mein Gott, wie das draußen schneit. So, vielleicht soll ich mich ein bisschen konzentrieren. In den Steinkorridoren dieser Burg ist es eiskalt. Ich muss jeden Tag dicke, warme Socke tragen. Sie sind bequem, aber nach einer Weile fangen sie an, schrecklich zu jucken. Ich habe heute die Übersetzung eines weiteren Teils von König Ottos persönlichen Aufzeichnungen erhalten. Höchst interessant. Der König ist in tiefer Trauer, nachdem seine Frau, Königin Eärgdyd, unerwartet gestorben ist. Er schreibt weiter über alte Pergamente, die in seinem Besitz gelangt sind. Er hat die besten Gelehrten damit beauftragt, sie zu entziffern. Obwohl er ihren Inhalt nicht kennt, hält er sie für ein Geschenk Gottes und ist davon überzeugt, dass Gott ihm sagt, es wäre sein Schicksal, der heilige Kaiser Europas zu werden. Verwirrend. Sie müssen sehr speziell aussehen haben, diese Pergamente. Oder vielleicht übermannte ihn auch die Trauer, blendet in ihn. Jedenfalls bin ich heute in den Weinkeller gegangen, fand ein Bordeaux von 1928. Ein sehr guter Jahrgang, wie ich gehört habe. Den muss ich probieren. Na dann, lasse es dir mal schmecken. Ah, Karte noch gefunden? Gut. Okay, hier gibt's wieder Leute mit Signal. So, ich warte mal, dass ihr euch ein bisschen trennt. Wer hat das jetzt gesehen? Wer? Ja. Aber gut, dann haben wir halt ein bisschen Action hier drin. Okay, da oben sollten wir vielleicht mal hin. Okay, eine Granate ist also genauso schwer wie ein Helm. Interessant. Küchenzettel noch.
So, einer weniger. Oh, nicht jetzt nachladen. Gut, wir haben für Ruhe gesorgt. Oh. Doch noch nicht so ganz. Cool. Das war ein schöner Finisher. Hat mir gefallen. So, dann gebt mal bitte euer Zeug noch hier, was ihr da so rumliegen habt. Ein bisschen was kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Und dann beenden wir mal die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.